sowohl der Panoramakamera an. Da ist sie, die Sprocket Rocket. Eine Spielzeugkamera mit lustigen Eigenschaften. Das schauen wir uns einmal genauer an. Runter mit dem Deckel, damit wir das Auge sehen. Tja, die Vorstellung davon wird recht kurz, weil sehr viel gibt es da gar nicht zum Sagen. Also, ein Sucher zum Durchschauen. Da ahnt man schon, wie breit das Bild da wird. Da habe ich noch so einen Deckel rein getan. Da kann man tatsächlich einen Blitz anschließen. Dann haben wir da den Zurückspulknopf und da den Vorspulknopf. Das werden wir nachher sehen. Da dreht man einfach dann so weiter, bis da immer ein weißer Punkt kommt. Das war es auch schon auf der Seite. Dann sehen wir da oben N und B, das ist die Belichtungszeit. Normal und Bulb. Das war es auch schon. Naja. Da merkt man vom Verschluss, Doppelbelichtungen sind kein Problem. Dann haben wir gleich da herum die Entfernungseinstellung. Das ist so ein schwarzer Strich, also eine glatte Fläche auf diesem gerändelten Ring da. Da haben wir halt 0,6 bis 1 Meter und da herum 1 Meter bis unendlich. Und dann haben wir noch auf der Unterseite die Blendeneinstellung, sonnig, wolkig. Also wolkig, glaube ich, arbeitet mit einer Blende von 10,8 oder so und sonnig ist einfach Blende 16. Und dann habe ich mir gedacht, da ist doch gestanden, der hat ein Stativgewinde. Das habe ich zuerst nicht gefunden, weil da ist nur so ein Ringel da. Da ist nur so ein Ringel. Tja, das kann man ausschrauben. Und schon ist da dieser Stativgewinde-Stopsel drinnen. Da kann man es also aufschrauben. Und wenn ich das drinnen habe, dann habe ich den Vorteil, ich kann da einen Riemen festmachen, dass sie mir nicht runterfällt. Der Nachteil ist, sie steht nicht mehr gerade. Also, und wenn ich ihn runter tue, dann kann ich sie immerhin gerade hinstellen. Auch auf der Hinterseite ist die Kamera recht simpel. Da haben wir die Hinterseiten. Einfach so Metalllaschen. Links und rechts. Und das war's auch schon. Da haben wir das Innenleben von der Kamera. Sie hat auch, wie man schon gewohnt ist, ein Fensterchen. Da sieht man dann, welcher Film drinnen ist. Und die Besonderheit bei der Kamera ist halt, ich kann da diesen Rahmen da raus tun. Wenn ich den drinnen lasse, dann habe ich ganz normale Panoramabilder und wenn ich den heraus tue, dann tut sie mir schlicht und einfach die Sprocket Holes, also diese Spullöcher oder wie man den nennen mag, mitbelichten. Tja, und wenn sie das schon kann, dann mache ich das natürlich. Ich habe da noch einen Ultramax 400. Sollte eigentlich ganz einfach gehen. Da tue ich einfach den Knopf ein bisschen aus, lege das da wieder hinein, schon ist da drinnen und dann fahre ich da herüber. Muss ich genau zielen, zack, da sind eh so kleine Löcher zum Einhängen. Das war es auch schon. Da sind so kleine Zahnradeln, die muss man halt treffen. Passt, drinnen ist alles. Jetzt brauche ich nur mehr zu klipsen. Das war's. Lichtdicht ist sie. Na und dann spulen wir doch mal. Und schon haben wir da unseren ersten weißen Punkt. Und auf geht's. Ich gehe jetzt ein bisschen damit fotografieren. Super sonnig ist es heute nimmer.
Also das passt gerade für den Film und für die Kamera. Und dann schauen wir mal, wie diese Fotos da waren.